nämlich Bildung. Zunächst mal ist es eine Herausforderung, Bildung in einem so kurzen Video zu erklären, vor allem als Erziehungswissenschaftler. Ich versuche es aber dennoch, und zwar mit einem Satz sogar. Bildung ist ein dynamischer Prozess, der die selbstreflexive Auseinandersetzung des Individuums mit seiner Umwelt beschreibt. Und der Medienpädagoge und der Bildungsinformatiker ergänzt, und diese Umwelt ist eine Umwelt, die medial und digital geprägt ist. Nun kann man ja immer über den Bildungsbegriff nachdenken, finde ich. So ist es zum Beispiel so, dass unser bisheriger Bildungsbegriff in hohem Maße durch fossile Energieträger bestimmt war. Denn wer gereist ist, wer die Welt mit seinen eigenen Augen gesehen hat, der galt als gebildet. Und klar, Reisen ist super, Reisen ist toll. Aber wie lange können und wollen wir uns diesen Bildungsbegriff noch leisten? Zumal, wenn man jetzt an digitale Medien denkt, es längst andere Möglichkeiten der sozialen Vernetzung gibt und andere Bildungsgelegenheiten uns das Netz und digitale Medien bieten. Die Voraussetzung ist nur, und das ist in der Mediengeschichte immer so, dass wir diese Möglichkeiten, die uns digitale Medien jetzt in diesem Fall bieten, auch nutzen können müssen. Wenn man jetzt in der Bildungsgeschichte zurückschaut und ruhig etwas weiter schaut, also beispielsweise sich den Buchdruck anschaut, dann stellt man fest, dass das eigentlich schon immer so war. Der Buchdruck hat dazu geführt, dass alle Menschen Zugang zu Wissen bekamen. Aber ich hatte diesen Zugang eben entsprechend nur dann, wenn ich auch in der Lage war, lesen, idealerweise auch schreiben zu können. Das heißt, es entsprechend zu nutzen. Das heißt also, in dem Moment erforderte der Buchdruck eine Alphabetisierung und ermöglichte und erforderte damit auch die Schulbildung, die Schule. Und mit unseren heutigen Medien ist es eigentlich genauso. Nur, dass eben der Code der Mächtigen, wie es Paulo Freire sagt, nicht mehr nur das Lesen und Schreiben ist, sondern andere Codes. Beispielsweise auch die Möglichkeit, die konnotative Bedeutung von Bildern oder Bewegtbildern interpretieren zu können, zum Beispiel. Oder grundsätzlich in der Lage zu sein, auch Computercode, auch Algorithmen und entsprechend informatische Systeme zumindest grundlegend verstehen zu können. Das heißt also, um gesellschaftlich handlungsfähig zu sein in einer medialen und digitalen Welt, reicht es eben nicht mehr nur, dass ich lesen und schreiben kann, sondern ich muss darüber hinaus noch die anderen Codes, die medialen Codes, und die technischen Codes verstehen können. Und aus diesem Grund reicht es auch nicht, nur informatische Bildung zu fordern oder Medienbildung. Denn informatische Bildung ist mehr als Medienbildung. Und Medienbildung ist mehr als informatische Bildung. Und aus diesem Grund brauchen wir beides, um künftig gesellschaftlich handlungsfähig zu sein.